Das kommt noch mal. egal. Ja, nicht speichern. Muss noch mal angucken. Muss dich noch mal entscheiden, dafür, welchen Weg du wählen willst. Gas station. You think they'll have enough money? They better have. I'm not going after Harvey with just a handgun. Yeah. Well, guess there's only one way to find out. Okay then. You ready? Wir reden doch immer Englisch. Why don't you give me the gun? What do you mean? Ich versteh's doch eh nicht. Look, we need to keep a low profile. That's not really your thing. Kann ich auch ein bisschen. Es geht wieder darum, was man jetzt macht. Wenn I say we do this the easy way. Davor haben sie darüber geredet, ob überhaupt genug Geld drin ist. Vincent bekommt die Waffe. Ist wahrscheinlich der klügere Weg. Sure. Whatever, man. Ne? Stirbt vielleicht die Tankstellenfrau nicht. Keine Ahnung. Weil im Endeffekt führt alles eh zum gleichen Dings, ne? Hast du ja gesehen. Wie zum Beispiel mit den Hunden. Die haben uns so oder so verfolgt, ne? Ey, bleiben Sie hier! Ey, stehen bleiben! Ich hab ne Waffe! Warte, ich rede nochmal mit ihm hier. Bevor du reingehst. Dann kannst du erstmal was kaufen. Ich rede nochmal. Entschuldigen Sie. Shama woke up on the wrong side this morning. This country is on the wrong side. Just look at these gas prices. Es ist doch nur Benzin. I'm sure there are more important things to worry about than gas prices. Oh yeah? Well, how am I supposed to get around? I walk. Es meint, bis er gelaufen, nur um sein Benzin aufzutanken. Get off my back, man. I don't want to hear that hippie talk. Some hippie attitude might do you good. Damn, I'm really thirsty. Trinkt er jetzt einfach ein Bier? Ja. Ich mache extra sogar die Tür zu. Schönen guten Tag. Can I help you with something? Knock yourself out. Ich hätte jetzt den Raubüberfall verstanden können. Ich war aber erstmal mit den Leuten hier reden. Hey man, how are you doing? I'm good. It's just that everything costs an arm and a leg in here. You know, I think there's a grocery store down the street, a lot cheaper. Oh, really? There is? Yeah. It's about a 10-minute walk. It's so schlau, ihn jetzt wegzuschicken. Just follow the road ist, ne? Down that way. Ah, oh, that's great. Well, thanks for the tip. Ist gar nicht so dumm, was ich jetzt gemacht habe. Ich habe das auch gerade kurz geschickt. Ja, vor allem was ich gemacht habe, ist auch gar nicht so dumm. Ich habe gerade das aus Spaß angeklickt. Es ist billiger, aber ich habe jetzt den Typen einfach weggeschickt. Jetzt haben wir keine Zeugen mehr. It's been too long. Na? Hm. Nice. Versuch den auch mal wegzuschicken. Okay? Sure. Why are you asking? Während ich die Angel benutze. Cause you looked a little freaked out. I'm fine. You sure? Yeah, just leave me alone. Weil ich versuche ihn wegzuschicken. Vielleicht habe ich andere Optionen. Whoa, hey, don't sneak up on me like that. Sorry. So it's okay. Are you alright? Yeah, well, why are you asking? You seem a bit on edge. I'll leave you alone. Okay, thanks. Oh, der ist gut drauf. Okay, den können wir anscheinend nicht wegschicken. So, ist noch etwas, was wir vielleicht machen sollten? You need help with something, honey. Nah, soll ich mal die Tür just da looking reingehen? Around. Go ahead, look around. Why are you looking at me? Oder? Kann ich da reingehen? Nein, sie sehen nett aus. I don't know. You kinda look nice. Ich glaube, den Typen können wir ja nicht wegschicken. Den anderen habe ich jetzt Thanks. Weggeschickt. Das heißt, wir können, glaube ich, jetzt den Ding starten. Was war das Telefon kurz geschlossen? I guess you can't have it all, right? Lass mich nochmal mit dir reden. Can I help you with something? Ja. Ich habe eine Waffe. Hey, ma'am. I don't want to use this gun. So please open the register for me. You're wasting your time. There's barely any money in there. Let me be the judge of that. Open it, please. Here, look. There's a safe in the back, isn't there? No, there isn't. Right. Hands up, ma'am. Everybody stay calm. Das der eine Typ, der noch da ist. Leo, there's a safe in the back. We should check it out. Ich glaube, du sollst dir den Safe angucken. Ich bedrohe ihn hier.
Shut the fuck up and sit okay, down. Okay, we're good. We're done. Don't den einen Typen, der auch da ist. Jetzt gehen wir ins Safe, sonst gehen wir nach dem Safe gucken, der da sein soll. I got him. Oh. Let me go. Vincent, let him go. Get over here, man. You fucking piece of shit. You okay? Yeah, I'm fine. Let's go. Vincent, the clerk is up to something. Check it out. This is what I'm gonna give you. This is what I'm gonna give you. Is he loading his gun? Mede, was machst du da? Warte nur, ich hab genau das Richtige vor euch. Merkt gleich, dass ich sie bedrohe, ne? Weil soll ich in meine Luft schießen. That's what you get! That's what you get, you motherfuckers! Hä? Ich konnte die ganze Zeit... Ich hab gesehen, dass sie eine Waffe geholt hat. Ich konnte sie die ganze Zeit nicht bedrohen. Ne? Watch the clerk, she might make a move. I'll show you. Ach so, jetzt hier. Ah, okay. So klaue ich ihr die Waffe. Okay. Ja, der Code für Safe besorgen, steht hier schon. Warte, vielleicht kann ich jetzt mit ihr reden, nachdem ich sie links hab. Oder geht du. Oder vielleicht im Hinterzimmer, ich halte sie in Schach. Sonst gerne mal im Hinterzimmer gucken, ob der da vielleicht irgendwo ist. Meinst du, er ist nicht hier irgendwo drin? Safe's locked. We need a combination. Aha, jetzt, du musst nochmal draufdrücken. Ja, jetzt kann we ich sie fragen. Du hast gerade eben schon draufgedrückt, als ich dann erschossen wurde von ihm. I don't want to hurt you, but I will. Just give me the combination. Okay, relax. 1, 2, 7. 1, 3, 7. 1, 3, 7. Toller Save. Oh, oh. I got the cash, let's get out of here. Komm, schnell weg. Polizei ist schon auf dem Weg. Ja, was ist unser Auto? Ist das nicht unser Auto? Nobody move! Put your hands above your heads, get down on your knees! Ich glaube, wir waren zu langsam. Wir hätten schneller entkommen müssen. Ich glaube, du musst dann ganz schnell, wirklich ganz schnell laufen. Watch the clerk, she might make a move. Jetzt müssen wir von vorne anfangen. Ich muss jetzt die Waffe wegnehmen. Don't move! Safe's locked, we need a combination! Dann 1, 2, 7. Versuch einmal 1, 2, 7, wird wahrscheinlich die gleiche sein. I don't wanna hurt you. But I will. Just give me the combination. Ja. And then. Okay, relax. 1, 3, 7. 1, 3, 7. Nehmen wir, die Polizei fängt jetzt an, sobald ich so ein scheiß Dialog bin. Okay, sie kommen noch nicht mal. Die Polizei ist noch nicht mal auf dem Weg. Wir sind diesmal schneller dran. Kommen jetzt erst. Guck. Let's go, step on it! Jetzt müssen wir eigentlich mal fahren, dann kriegen die das nicht mit. Ja, yeah, no problem. Doch, wir sind da schon. Just make sure to bring the goods, okay? Er telefoniert doch schon mit seiner Waffenhändlerin. Diesmal waren die Cops ja noch gar nicht auf dem Weg. Ah, I see that. Eben wurden sie ja oben angezeigt. Diesmal waren sie ja noch gar nicht da. So, we got the guns. You trust this person? I do. Stop worrying, Vincent. It's not good for your heart. My heart is just fine. Ist nicht gut für dein Herz, wenn du dir Sorgen machst. Relax, Mr. Paranoid. I trust her, okay? Besides, she owes me one. Now let's go get those guns. If you say so. You need to relax more, all right? Yeah, yeah. Yeah, yeah. Sagt er noch. Ja. Das war mal ein einfacher Raubüberfall, ne? Dann geht das in GTA 5 jetzt genauso. Du kannst doch in GTA 5 genauso einfach Läden überfallen. Ne? Kannst jeden Laden in GTA 5 überfallen. Du lässt dem Kassierer auch einfach bloß eine Waffe an den Kopf. Und er gibt dir das Geld. Du wirst zwar auch von Bullen verfolgt, aber du kannst theoretisch genauso einfach Geld dingsen. Weil die haben doch auch bloß ein paar hundert Dollar oder so erbeutet. Ne? Jasmine? Leo? You good? I'm good. Who's this guy? Don't worry, he's with me. Oh, he's with you. Ach, wirklich? Yeah. I'm Vincent.
Oh, hello, Vincent. How nice to meet you. He's gar nicht erfreut darüber. You're a fucking idiot. What? Why don't you bring your whole family next time? I'm out. Hey, what's wrong with you? What's wrong with me? What the fuck is wrong with you? You think I'm vending ice cream here? Yeah. Listen, ich hätte gerne I told Schoko. You, I don't do business with strangers. And this guy, he looks like a stranger to me. Do you have a problem with me? Yeah, I got a problem with you. You have a problem with me? Ja, willst du dazwischen gehen oder soll ich es alleine regeln? Komm, wie sie die Waffe ganz ruhig hält. Das ist die Frage. Sag du. Immer besser von Depp. Also Vincent ist auf jeden Fall der Dings, der kühlere Kopf und der es sich überlegter angeht. Während Liu, der ist der Draufgängerisch ist, wie man schon an der Entscheidung merkt, ne? Und ich denke mal, auch Vincent wird damit alleine klarkommen, weil jede Möglichkeit muss ja dazu führen, dass sie uns im Endeffekt die Waffen verkauft. Gute Methode. Zack. Entsichern. Und die zurückgeben. Here you go. Who the hell is this guy? Let's just get those guns and we'll be out of here in no time, okay? Okay, Jasmine? Ich will nicht trappen. Boah, ich will eine schöne Pump. Ich will die Pump. Ich will die Pump, ich will die Pump, ich will die Pump. Nix. Shotgun. Now this one does a lot of damage. Vor allem, wir haben gerade durch unseren durch meinen Kopf bist du gegangen, ne? Als die Zähne kann ich euch erschießen? Nein, du kannst auf die Dosenmonster das schießen. M16, first fire assault rifle. Oh, ein Sturmgewehr. Was passiert, wenn ich da? Any good place for target practice around here? Du setzt hier irgendwie. Try shooting at those empty houses. That should do the trick. Good idea. Let's see what kind of damage this bad boy can do. Du kannst auf die Flaschen schießen, die ich jetzt werfe. Ich kann Flaschen werfen und du kannst da versuchen drauf zu schießen. Oh come on, what was that? I hit it! Okay. Guck mal, wenn du auf Menschen ziehst, ist nix. Ne? Den Bein wird. Wenn du gefragt hattest. Aber ich kann neben sie schießen. Ah, ja, kurz vorbei. Was gibt's sonst noch so? Lass das mal gucken. Komm, ich kann einfach durch die Beine schießen. Ja. Ja, ich glaube, ich bleib beim Sturmgewehr. Ich kann schön in die Arschlöcher schießen. Ja. Ah, was gibt's hier noch? Ja, eine Maschinenpistole und ein Dings. Kannst du auch kurz gucken. Ein Jagdgewehr sonst noch, ne? Ja, und eine Maschinenpistole. An empty place and a gun full of bullets. Perfect. Thank you.
All right. What can you do, my old friend? Gucken. Ich kann ja nicht in den Kopf schießen. Kann ich jetzt zwischen die Beine durchschießen? Nee, kann hier nicht. Ich kann nicht mal zwischen die Füße schießen. Aber ich kann ja auf den Fuß schießen. Nice. The brand new MP5. Brandneue. Perfect for close quarters combat. Perfekt für Kämpfe auf kurze Distanz. Ach, schade. Komm, wir würden schießt den. Kurzen. Okay. Hast gedacht, ne? Was ist, wenn du jetzt ein Sturmgewehr klaust? Was jetzt wieder nehmen will, ich glaube, wenn wir uns mal die Maschinenpistole angucken. Außerdem, also, wenn wir genug geguckt haben, können wir auch jederzeit gehen. Das ist deine Info. Ich finde es auch schön, wie du die Waffe gerade durch mich durch nachgeladen hast. Hey Leo, ready to leave? What's the rush? Let's try the guns. Lots of things to shoot at. Ja. Sind's, aber wir haben doch hier eine Waffe, die haben wir, oder nicht, ne? Die restlichen kannst du behalten. Auch wenn ich gegen eine Zweitwaffe auf mich sein soll, ich glaube, dafür reicht unser Geld nicht, ne? Oh, erstmal ein Durchziehen. Findet den einen Typen bestimmt sympathisch, dich, Vincent. Ja, den Leo kennst du ja, mich aber nicht, das hast du gemerkt. Der hat echt Pfeffer und Arsch. Ja. Weißt du, wie das ist? Ja, ich klaue einfach die Waffe und entsichere sie, ne? Beziehungsweise nimm die Munition raus, wie auch immer man das sehen. Jetzt pass aber auf, was sie jetzt macht. Ne? Sie ernsthaft die Bullen? Pass auf, wenn sie jetzt anruft. Hey, it's me. I got some information about Leo. Okay, you know where he is? I just met him. Give me his location. Sure, but it's gonna cost me. Don't worry about that. Just tell me where he is. Got it. Good job. Talk to you later. Ja, ist das jetzt schon, wenn sie angerufen hat? Nee. Harvey! Na, Harvey! Harvey! Das ist sein Butler. Oder What's sein up? Kollege, wie auch immer. I found him! Good. Make sure we put our best guy on this. I want him dead. You got it? Yes, boss. Harveys kleines Mitarbeiterchen hat sie angerufen. Beziehungsweise bei Harvey angerufen und gesagt, ich weiß, wo Leo ist. Gegen Geld. Oh, liest jetzt meine Frau einen Zeitungsartikel über uns. Und kommt die Wehen. So lange geht das Spiel, glaube ich, gar nicht mehr. Was? Was? Müssen bald durch sein. My name is Carol Moretti. I'm pregnant. And I think I'm going into labor. Please send an ambulance. Ja, weiß ich nicht. Stunden geht das Spiel an sich ja nicht mal. Nee.